Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Haul-Video bzw. Flohmarkt-Fund-Video. Ja, ich war am Sonntag wieder auf dem Flohmarkt. Es war sehr schön und es gab viele wunderschöne Dinge zu sehen und ich habe ein bisschen was mitgebracht und das möchte ich euch jetzt zeigen. Der erste Fund des Tages ist das hier. Ja, ich weiß gar nicht genau, warum ich es mitgenommen habe. Es ist gar nicht so alt. Es ist von 2008 und es ist vom Zustand her, von der Verpackung eher so. Also im ersten Moment dachte ich, das muss ja irgendwie aus den 80er sein, so wie kaputt das ist. Aber tatsächlich ist es von 2008, also noch gar nicht ganz so alt. Aber es hat auch nur 50 Cent gekostet. Also von daher ist das in Ordnung. Es ist ein Puzzle zu TKKG. Das habe ich so in der Form noch nie gesehen. Deswegen habe ich gesagt, komm, das nimmst du mit. Leider ist diese Geheimschriftscheibe nicht mit dabei. Ich habe die Teile schon mal durchgezählt. Es sieht so aus, als wären alle 56 Teile dabei. Ja, ein kleines TKKG-Puzzle. Ja. Das ist halt auch wieder so ein Ding. Wenn ich auf dem Flohmarkt bin, habe ich immer Angst, dass ich gar nichts finde. Und wenn ich dann solche Dinge hier finde, wie gesagt, das sieht halt nicht... Na, es sah halt älter aus, als es ist, aber ich hätte schon anhand der Art, wie die Zeichnung vorne drauf ist, eigentlich erkennen müssen, dass das nicht die ganz klassischen TKKG-Zeichnungen sind. Obwohl, ja, es ist auf jeden Fall vor allen Dingen auch kein Cover, das man, oder das ich zumindest von irgendeiner Kassette kenne. Vielleicht täusche ich mich da, aber ich glaube nicht. Und ja, wie gesagt, das ist dann immer diese Panik. Vielleicht findet man nichts und dann nimmt man sowas halt einfach auch mal mit. Vor allen Dingen bei dem Preis. Ja. Ja, ich werde es mal zusammenpuzzeln und werde es mir noch mal genauer angucken. Erfreue mich dann dran und ja, dann weiß ich noch nicht, was ich damit mache. Es riecht auch alt. Es riecht tatsächlich nach Keller und Muff. Das ist für mich auch, dieser Geruch ist für mich auch so ein bisschen Flohmarkt. Tatsächlich gab es auch wieder unheimlich viel altes Zeug. Ja, wer mir auf Instagram folgt, der kann da schon einen Post sehen, wo ich Sachen gepostet habe, die wirklich alt sind, wirklich klasse sind, die hier aber nicht wirklich was auf dem Kanal zu suchen haben, weil es halt maritime Dinge sind und ich hab natürlich sowas auch nicht mitgenommen, ne? Klar. So, dann gab es mal wieder eine CD. An einem Stand war ein Junge mit seinem Vater unterwegs und die haben halt alles Mögliche an Playmobil verkauft, einige sehr interessante Stücke. Da habe ich auch gedacht, wow, krass, was Playmobil alles macht. Also teilweise waren mir die Dinge total unbekannt. Und der hatte halt unter anderem auch ein paar drei Fragezeichen CDs da. Die meisten Sachen hatte ich dann schon, Riff der Haie und so. Aber das Fußballphantom, das habe ich meines Erachtens noch nicht. Das Cover kommt mir komplett unbekannt vor. Das ist jetzt natürlich auch eine CD-Variante. Ich habe mal drauf geguckt in diesem Fall. Tatsächlich habe ich es auch mal geschafft, mal zu gucken, wie die CD so aussieht. Und hier ist kein Kratzer drauf, so soll das sein. Ja, manchmal vergisst man das, ne? Man sieht das, guckt, ob die richtige CD drin ist und sagt, okay, das reicht dann schon. Aber man sollte bei CDs zumindest einmal drauf gucken, um zu sehen, ob die sehr zerkratzt ist. Weil manchmal sind die teilweise wirklich hart zerkratzt. Ja, das Fußballphantom. Normalerweise sind die Fußballfolgen bei den drei Fragezeichen immer irgendwie... Ja, weiß ich nicht genau. Es ist ja auch eine späte Folge mit 153. Da sind wir längst an einem Punkt angekommen, wo es uns eigentlich ja fast egal ist, ob die Folge wirklich spannend ist. Es geht uns einfach nur darum, die drei zu hören und den Spaß mit ihnen zu haben. Ja. Von daher war das ja klar. Ja. Und sie hat auch nicht viel gekostet, von daher habe ich sie halt dann auch direkt mitgenommen. So, dann ging's rund. Ja, was zeige ich als nächstes? Wir fangen einfach mal wir fangen hier mit an. Ja, also wir machen erstmal das. Und dazu kommen dann, ich glaube, die hier, ja, genau. Schöne Sachen, ja, es ist, ich muss das mal ein bisschen sortieren. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Besser gewesen. So, das ist ein Stand, an dem ich immer gerne stöber. Der Mann ist nicht jedes Mal da, aber wenn er da ist, dann mag ich seinen Stand sehr, sehr gerne. Der hat immer Comics, alte Comics und neue Comics. Der hat immer Hörspiele da und ganz, ganz viel Zeug. Und auch das hier riecht eindeutig ein bisschen nach Keller, ja, ganz, ganz klar. Also, aber das ist halt ein Stand, an dem ich immer sehr, sehr gerne gucke, weil da habe ich immer irgendwas zu finden. Und in diesem Fall war es halt genauso. Witzig war, und das finde ich, das ist auch eine goldene Regel auf dem Flohmarkt,
Er hatte das in verschiedenen Kisten stehen, die Sachen. Und wenn ich an einer Kiste dran bin, wo ich gerade sortiere, das war nur so ein kleiner Karton, ungefähr so Schuhkartonsgröße, dann hat da sonst keiner seine Finger reinzustecken. Und dann steht dann rechts neben mir einer, der krabbelt dann da rum. Und ich sag dann auch noch, ja, in einer Lautstärke, die er sicherlich gehört hat, Junge, such dir doch deine eigene Kiste, hier stöber ich doch gerade. Und dann hat er das aber total überspielt, hat einfach weitergesucht und hat mir dann auch Sachen gezeigt und gesagt, hier, suchst du die noch? Na, der gehörte nicht zum Stand, der war da auch am Stöbern, hatte aber scheinbar mit Kassetten überhaupt nichts am Hut, denn er hatte überhaupt gar keine Ahnung. Na, als ich ihm dann Sachen gezeigt habe, sagte er auch, ja, was ist denn das? Kennst du das? Was? Ich sag, ja, das sind halt Hörspiele, die von früher, aus den frühen Jahrzehnten. Also, ach so, ja, muss ich mir vielleicht auch mal welche holen, ja. Ich habe ja auch zwei Töchter zu Hause. Wo ich nur so dachte, ja, gut, was willst du hier in meinem Karton? Ich habe aber ein paar Sachen gefunden und von daher war das eine sehr, sehr schöne Sache. Das hier zum Beispiel ist ein Hörspiel, das hatte mir überhaupt gar nichts gesagt. Und es ist ein Europa-Hörspiel und ihr wisst, ich bin großer Fan von den Hörspielen des Labels Europa und dementsprechend gibt es bei Europa-Hörspielen immer eine gewisse Erwartungshaltung, die ich habe. Na, das sind die bekannten Sprecher, das sind die bekannten Geräusche, das sind die bekannten Musikstücke. All das erwarte ich halt von diesen Hörspielen und eigentlich immer sehr, sehr schöne Geschichten. Hier hatte ich jetzt etwas erwartet im Stile eines Rumpelmucks der Poltergeist. Das ist eins meiner absoluten Kinderlieblingshörspiele. Ja, oder irgendwas so im Zuge, ja, irgendwas von Enid Blyton mäßig so. So halt, das Geheimnis um die Insel oder solche Sachen. Irgendwie hatte ich mir hier etwas erwartet, was vielleicht tatsächlich dann doch weniger kindgerecht ist. Ich habe mir diese Kassette gerade schon mal angehört, weil ich hier wirklich neugierig war. Das Ding ist offensichtlich sehr alt. Und es ist natürlich eine liebevolle Geschichte, keine Frage. Es ist eine Geschichte um eine Lok und um den Geist Pampusch, der Kindern helfen soll, die in Not sind sozusagen. Und die Kinder sind in Not, weil eine Frau sie nicht auf dem Hof spielen lässt. Ja, das ist schon eine große Not. Und dementsprechend müssen die Kinder dann rufen den Pampusch, der ihnen dann irgendwie dieses Abenteuer auf der Lokomotive bereitet. Witzig ist, dass die Frau, die die Kinder verscheucht, schön so berlinerisch spricht. Das fand ich ziemlich süß. Von der Art, das kam halt gut rüber. Also das hatte so Style in dem Moment. Aber generell ist das tatsächlich wirklich etwas für Kinder. Also wenn ihr Kids habt ab 3 Jahre, dann ist das ein schönes Hörspiel. Für mich war das jetzt so, ich habe da keine nostalgischen Gefühle. Und wäre es etwas gewesen, das so ein bisschen mehr wie Rumpelmuck der Poltergeist ist, mit ein bisschen mehr Spannung und einer etwas anderen Musik, dann hätte ich sicherlich sehr, sehr cool gefunden. So ist das halt jetzt, ja, ein netter Kauf. Dann, sehr cool auf jeden Fall, die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Und sag mal, bin ich blöd oder sehen die beiden irgendwie aus wie Alfred E. Neumann von Mad Heft? Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, also er hier zumindest sieht doch aus wie Alfred. Das ist doch original Alfred E. Neumann. Kannst mir nichts anderes erzählen. Hier steht sogar drauf, dass es die Originalsprecher der TV-Serie sind. Das ist lustig, denn das gab es auch schon bei den 5 Freunden. Da wurden genau die Sprecher genommen, die damals in der Fernsehserie mitgespielt haben. Ja, und das gab es auch bei Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Das waren englische Fernsehserien, die liefen dann irgendwann im öffentlich-rechtlichen Fernsehen damals. Und die Sprecher haben sie dann einfach bei Europa halt auch genommen und die haben dann diese Geschichten neu eingesprochen. Ja. Finde ich sehr, sehr cool. Gefällt mir persönlich richtig gut. Es ist so eine richtig schöne klassische Sache. Hier ist auch die Musik schon die richtige. Das ist eine schöne alte Kassette. Da habe ich auf jeden Fall meine wahre Freude dran. Und die habe ich auch noch nicht. Jetzt fehlt mir natürlich noch die Fortsetzung, der zweite Teil. Aber so ist das manchmal. Na, da darf man nicht zu wählerisch sein auf dem Flohmarkt und sagen, ja, ist ja nur Folge 1. Wo ist denn Folge 2? Folge 1 und 2 von Trixi Belden. Die habe ich hier. Und wenn ihr bei mir aufpasst, ich weiß nicht, ob auf YouTube oder auf Instagram, dann habt ihr die beiden bei mir schon mal gesehen. Deswegen fragt ihr euch sicherlich, warum kauft der sich die nochmal? Also, zum einen ist es so, dass ich die Kassetten tatsächlich auch nochmal wieder höre. Ja, also es ist nicht so, dass ich die in den Schrank packe und sage, so, die liegen da jetzt die nächsten 50 Jahre, solche Kassetten wollen gehört werden. Ja, auch wie die Qualität so ist, leider leiern sehr, sehr viele davon inzwischen. Also es ist wirklich nach 40 Jahren... ist das schwierig. Manche sind ein bisschen matt vom Ton her. Das kann man aber, indem man halt dieses kleine Filzding reinigt, nochmal wieder ein bisschen hinkriegen. Na, aber oftmals ist es so, dass sie halt etwas leiern.
Da weiß ich noch nicht, wie ich das wegkriege, das muss ich nochmal gucken. Na, cool wäre es natürlich, wenn ich dann so ein Tape-Deck hätte, wo man die Geschwindigkeit so ein bisschen anpassen kann, aber ganz so high-tech bin ich dann hier doch noch nicht wieder mit den Kassetten. Diese zwei habe ich mir deswegen nochmal gekauft, weil eine von diesen beiden ist mir kaputt gegangen tatsächlich. Beim Anhören habe ich einen fetten Bandsalat gehabt und das ging so weit, dass das nicht mehr zu retten war. Das heißt, die Kassette kann man nicht mehr hören. Ist halt Bandsalat, das war nicht mehr zu retten, das war komplett gefressen. Ja, das passiert auch manchmal, ja, wenn die dann zu locker sind. Und deswegen habe ich die beiden nochmal nachgekauft. Warum beide? Weil die eine vom Sound her auch so schlecht ist. Das Problem ist wieder mal, die erste Folge hier ist halt wieder eine von den gelben Kassetten mit gelbem Aufdruck. Das sind schon relativ alte Kassetten. Die zweite dürfte noch älter sein, denn das ist eine schwarze Kassette mit gelbem Aufdruck. Und da habe ich wirklich Befürchtung, dass auch die vom Ton her tatsächlich nicht mehr ganz so gut rüberkommt. Aber das werden wir dann hören. Aber da habe ich mich wirklich sehr gefreut. Leider hatte er ansonsten nur noch Folge 3 und 4 da, die ich natürlich, ihr ahnt es schon habe. Ja, aber der wollte einen Euro pro Kassette haben. Und ich habe dann bei ihm in den Comics noch gestöbert und habe dann gesagt, komm, pass auf, ich gebe dir 4 Euro plus das Heft, das gibst du mir noch mit dazu. Und das Witzige war, ich drücke ihm dann 5 Euro in die Hand und er wollte mir 1 Euro zurückgeben. Aber dann nimmt er 1 Euro, 2 Euro, 4 Euro und drückt mir 4 Euro in die Hand. Und sagt, so, na, 4 Euro. Wo ich sage, ja, ich muss 4 Euro bezahlen, du musst mir nicht 4 Euro zurückgeben. Und dann habe ich ihm natürlich die Kohle wiedergegeben, bis auf den 1 Euro, den er bei 5 Euro, 1 Euro wieder zurück. Na, ich ziehe da keinen ab, keine Panik. Also ich bin da wirklich sehr, 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 sehr ehrlich bei diesen Dingen. Ich hätte ja auch sagen können, ja, nee, ist gut und wäre dann damit gegangen, aber das mache ich nicht, sowas. Ja, vor allem, weil ich den Mann immer wieder auf dem Flohmarkt treffe und das könnte ich mit meinem Gewissen gar nicht vereinbaren, sowas. Wir haben hier ein altes Sinbad-Comic, 32 Seiten, ganz in Farbe, für 1,50 überall im Zeitschriftenhandel und Bahnhofsbuchhandel. Damals. Ich weiß nicht, aus welchem Jahr es ist, wir können ja mal gucken, vielleicht können wir das rausfinden. Von Bastei. Tatsächlich steht hier, ja, kann man das irgendwie, also das Heft ist wirklich in einem miserablen Zustand, muss man ja sagen. Ne? Also es sieht so aus, als wenn es sogar schon leicht angeschimmelt ist. Aber darum ging es nicht. Mir ging es darum, dass ich dieses Sinbad-Comic mal wieder lesen kann. Also jetzt nicht speziell dieses Heft, das ist jetzt Heft Nummer 24. Na, ich will die auch gar nicht wieder sammeln. Das ist jetzt wirklich so ein einmaliges Ding, einmal durchlesen, na, und dann mal gucken, was ich damit mache. Also wie gesagt, das ist schon, na, es sieht schon nicht mehr so gut aus, wenn ihr das sehen könnt hier. Das ist schon, ja. Solltet ihr nicht mit zu viel. Das ist schon ziemlich schäbig. Ja. Naja, für umsonst nehmen wir es mal mit. Muss ich mir gleich die Hände waschen, wenn ich hier fertig bin. Ja, ein Sinbad-Comic. Cooles, altes Heft. Muss man mal reingucken. Aber es ist halt wirklich in einem sehr miserablen Zustand. Leicht kellergeschädigt. Das ist nicht mehr so geil. So, was habe ich noch? Ich habe noch 2 schöne Hörspiele gefunden an einem anderen Stand. Das habe ich auch ziemlich am Anfang gefunden, an einem Stand. Die hatten ansonsten, ja, ich glaube noch das mit dabei. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so von der Verteilung war, aber falls ich mich täusche, ist auch nicht schlimm. Wichtig auf jeden Fall, dass ich das so noch gar nicht kannte und dass das auch wieder so ein Zweiteiler ist, wo ich jetzt nur den ersten Teil von habe. Da muss man nochmal reinhören, wie es ist. Also viele dieser alten Hörspiele, die jetzt nicht von meinem Lieblingslabel Europa sind, sind dann oft mit sehr, sehr klassischer Musik und auch sehr klassischen Schauspielern. Na, das klingt dann alles, was heißt klassische Schauspieler, also mit Sprechern, die man teilweise gar nicht kennt. Ja, teilweise welche, die man kennt, und von der Regie her sind die immer ein bisschen merkwürdig. Das ist, es klingt teilweise komisch, einfach. Ich kann das gar nicht beschreiben. Also es klingt nicht so modern. Das mag ich aber auch ganz gerne bei solchen Hörspielen. Das ist dann auch manchmal ganz geil. Und das ist natürlich klar. Die Märchenbox. Ja, bei dem Preis auch wieder, das war halt auch so gut wie geschenkt, die Kassette. Ja, und es ist auch die richtige Kassette drin. Die Märchenbox, das ist natürlich eine feine Sache. Habe ich damals alle gehabt. Und irgendwann hatte ich Nichten und Neffen, die in dem Alter waren, wo sie Hörspiele hören sollten, wollten. Und dann habe ich die einfach weitergegeben. Also alle von der Märchenbox, die es da gab. Deswegen bin ich froh, die mal wieder zu hören. Das dürfte mit Hans Petsch als Sprecher sein. Oh, Volker Lechtenbrink spricht hier sogar mit. Gernot Endemann. Also hier ist auch wieder ein Ensemble an Sprechern dabei, die mir alle bekannt sind und auf die ich richtig Bock habe, sie wieder zu hören. Das sind einfach klassische Märchen. Kann man auch mal wieder zum Einschlafen hören. Rotkäppchen.
Und was ist hier noch mit drauf? Da sind immer zwei Folgen. Auf der einen Seite ist Rotkäppchen, auf der anderen Seite ist das tapfere Schneiderlein. 7 auf einen Streich. Auch da habe ich wieder mal Bock, mir das anzuhören. Geil. Freue ich mich sehr drüber. Na, Märchenbox auch nicht mehr ganz so einfach zu kriegen. Meistens kriegst du Folge 1, wenn du Glück hast. Das war, glaube ich, Schneewittchen und das war's. Na, aber da gibt es viele schöne Folgen. Von daher freue ich mich auch sehr darüber, dass ich es gefunden habe. Dann, an einem anderen Stand, gab es TKKG-Folgen. Und ich bin bei TKKG inzwischen relativ gut ausgerüstet. Und auch diese Folge ist eigentlich schon in meinem Besitz. Ich weiß allerdings nicht, wo. Ich habe einen Koffer, da sind die Folgen alle drin. Und bei Folge 15 ist eine gähnende Lücke. Ich weiß, ich habe diese Folge mal im Zuge einer Top-13-Liste aus dem Koffer rausgenommen. Aber ich weiß nicht, wo ich die Kassetten habe aus der Top-13-Liste. Was komisch ist, weil die anderen sind alle da, wo sie hingehören, nur die nicht. Frag mich nicht, was da passiert ist, aber deswegen habe ich die auch nochmal mitgenommen. Für 1 Euro, gar kein Problem. UFOs in Bad Finkenstein, eine der geilsten Folgen auch überhaupt von TKKG. So, dann habe ich an einem Stand Larry Brand und Dämonenkiller gesehen. Und da wurden meine Augen natürlich direkt groß und ich so, geil, Larry Brand, alte Folgen, Dämonenkiller, alte Folgen. Da musst du ja mal gucken, was kostet der Spaß. Da ruft der Typ doch ernsthaft. Kein Scherz. 25 Euro für eine Dämonenkiller-Folge auf und 20 Euro für eine Larry Brand-Folge. Junge, wenn du eBay-Preise erreichen möchtest, dann verkauf die Scheiße doch auch bei eBay. Ganz ehrlich, also auf dem Flohmarkt darf das nicht eBay-Preise haben. Das finde ich einfach frech. Und vor allen Dingen, ich weiß ganz genau, dass der diese Kassetten zu 100% wieder mit nach Hause schleppen wird. Wahrscheinlich hat er die sogar bei eBay drin. Aber es wird halt, er wird sie nicht verkaufen. Denn das will niemand auf dem Flohmarkt dafür ausgeben. Die sind rar, ich weiß das. Die sind auch ein bisschen was wert. Aber man muss da mal auch ein bisschen realistisch bleiben. Da habe ich gar nicht erst angefangen zu handeln, weil das ist mir dann zu blöd. Ganz oft ist das so, dass die Leute glauben, sie haben da einfach Gold liegen, weil das alt ist. Aber gerade bei Hörspielkassetten, es kann mir niemand garantieren, dass die Kassette noch läuft. Es kann mir niemand garantieren, dass die Kassette, wenn sie läuft, nicht elendig leiert und die Tonqualität absolut unter aller Sau ist. Niemand kann dir garantieren, ob nicht irgendein Idiot, denn das habe ich nämlich auch schon gehabt, einfach eine Seite oder beide Seiten der Kassette mit etwas anderem überspielt hat. Das heißt also, wenn du da so eine alte Kassette auf dem Flohmarkt kaufst, die nicht mehr original verpackt ist, weil gibt's nicht mehr original verpackt, kannst du knicken. Und dann, selbst, also wenn sie original verpackt wären, dann wären sie ja vielleicht auch diese 20, 25 Euro wert. Aber das waren sie ja nicht. Na? Selbst ob die Cover echt sind, ja, das kann dir auch niemand garantieren. Oftmals sind die Cover weg und dann wird da einfach eine Kopie von erstellt. Also, da habe ich kein Verständnis für. Wenn jemand auf dem Flohmarkt, und das war noch nicht mal ein Händler gefühlt, also es war einer, der hatte Flohmarktware, ja, und nicht nur so Händlerware, und der wollte einfach diese Preise aufrufen, und das finde ich einfach nicht fair. Das finde ich nicht fair, und vor allen Dingen weiß ich ja, dass der das wahrscheinlich selber auf dem gleichen Flohmarkt morgens um 5 irgendwo billig bei irgendeiner Oma gekauft hat. Ja, und das ist halt dann immer auch die Schweinerei an der Sache. Gut. Mag ich vielleicht alleine dabei stehen und vielleicht sagt ihr, wieso, das ist doch ein geiler Preis, hätte ich sofort mitgenommen. Ja gut, ich nicht. Ich bin da anders. Ich gebe auch zum Beispiel hierfür nicht so wahnsinnig viel Geld aus. Es kommt oft genug vor, dass die Leute denken, wenn sie 3 Fragezeichen-Kassetten haben, weil die beliebt sind, dass die Gold wert sind. Gut, ich habe schon Preise gehört, 3,50, 5 Euro, 6 Euro pro Kassette, da schlagere ich mir den Ohren, beziehungsweise da gehe ich gleich weiter. Da handle ich auch gar nicht erst. Da gehe ich direkt weiter und sage, sorry, die wirst du heute Abend wieder mit nach Hause nehmen. Und es ist immer so, weil genau dieselben Leute siehst du im nächsten Monat wieder auf dem Flohmarkt, wieder mit denselben Kassetten und wieder mit denselben Preisen. Gut, vielleicht werden sie es irgendwann los, aber ich finde das albern. Also, weiß ich nicht. Wenn ich auf den Flohmarkt gehe, dann will ich auch was verkaufen. Na, und wenn ich geile Preise mache, dann werde ich die Scheiße auch los, ganz ehrlich. Hier habe ich Glück. 4 Kassetten. Von einem Händler, die mir in der Kassettenriege noch fehlten. Ihr wisst ja, CDs habe ich ja inzwischen so ziemlich alle durch. Nur bei den Kassetten der alten Auflage habe ich tatsächlich eine ganze Menge Lücken noch gehabt. Und es macht mir sehr viel Spaß, diese alten Kassetten mit der alten Musik von Carsten Bohn mal wieder zu hören. Obwohl Carsten Bohn ist ja nicht auf allen drauf, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Was haben wir hier? Keine Ahnung. Normalerweise steht da dann immer Bert Brack drin oder so. Das sagt uns ja auch so einiges. Na, aber nichtsdestotrotz, es ist auf jeden Fall so, dass ich diese Kassetten zu einem guten Preis bekommen habe. Ich
habe unter 1,50 pro Kassette bezahlt. Ja. Unter 1,50 pro Kassette. Und das ist in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Das sind Preise, die kann man aufrufen. Ja. Ich habe letztens an einem anderen Stand mehr bezahlt. Über 2,50 oder so pro Kassette. Letztes Mal, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, und da war ich jetzt natürlich sehr zufrieden. Vor allem, weil die sind alle in einem Top-Zustand. Wirklich alle in einem Top-Zustand. Also, ne? Und es sind alles die Kassetten aus eben entsprechend, außer die, die ist ein bisschen älter noch. Aus dieser entsprechenden Auflage. Ja, das ist auf jeden Fall zufriedenstellend. Das macht Spaß. Habe ich Bock drauf. Habe ich richtig Bock drauf, die wieder zu hören demnächst. Ich meine, ich kenne sie alle in- und auswendig, klar, keine Frage. Naja. So, was haben wir noch? Das letzte Stück. Und da würdet ihr sagen, warum hat er sich das denn geholt? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Vor allem, weil es nicht komplett ist. In mehreren Belangen nicht komplett. Also. Es handelt sich hierbei um ein Starlink-Raumschiff. Und Starlink ist auch etwas, was, glaube ich, nicht so gut angekommen ist. Und die sind, die Sachen kriegst du inzwischen neu, auch für einen guten Preis. Ich glaube, du zahlst 10 Euro. Da ist dann sogar noch das Spiel mit dabei. Und hier fehlen eindeutig die richtigen Waffen. Denn diese beiden Waffen hier oben sind nicht die richtigen Waffen. Die gehören nicht zu diesem, zu dieser Figur hier auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob hier unten noch was fehlt. Und es fehlt halt auch dieses Ding zum Draufsetzen und die zwei Figürchen. So. Jetzt war das aber wirklich... Es sollte nicht viel kosten. Und das war auch irgendwie zusammen mit der CD oder so. Und ich habe das dann im Prinzip also für einen guten Preis gekriegt und habe mir gesagt, komm, das nimmst du mit. Warum nimmst du das mit? Weil das hier, vielleicht habt ihr es schon erkannt, ist natürlich das Raumschiff aus dem Spiel Star Fox von Nintendo damals. Ja, Fox McCloud sein Raumschiff. Ihr erinnert euch vielleicht. Und weil das super cool ist, musste ich das natürlich mitnehmen. Guck mal, kann man die Waffen auch hier unten anbringen? Nein, kann man nicht. Kann die Waffen nur hier oben anbringen. Aber die gehören offiziell nicht dazu. Also es sind die falschen Waffen. Aber das schert mich nicht. Ich finde das so auch nicht schlecht. Na, und dann kannst du hier noch so die Flügel aufstellen. Und dann hast du hier ein geiles Raumschiff. Ja. Wie gesagt, es fehlt eine Menge Zeug und es sind die falschen Waffen. Aber ich fand es cool, dass ich das Raumschiff von Fox McCloud zu diesem sehr guten Preis halt bekommen konnte. Er hatte auch noch mehr von Starlink da, da hätte ich dann auch noch zugreifen können, wenn ich gewollt hätte. Playmobil hatte der auch ganz, ganz viel Zeug da. Das hatte ich vorhin, glaube ich, schon erzählt. Ich weiß gar nicht, ob hier unten dann diese Lücke normal ist, aber darum geht es nicht. Ich finde es halt einfach cool. Mir gefällt das. Ich freue mich, dass ich es habe. Und es ist schon schwer genug, Toys zu bekommen auf dem Flohmarkt. Von daher dachte ich mir, irgendein Toy musst du noch mitnehmen. Ja, und da war das jetzt einfach das Richtige für mich. Ein anderer Stand hatte Turtles-Figuren zum Beispiel. Und er war gerade am Aufbauen. Und ich so, was willst du denn haben pro Turtles-Figur? Ja, erstmal 10 Euro. Und ich so, ja nö. Doch? Ich so, nö, zahle ich nicht. Ja, der wird die auch wieder mit nach Hause nehmen, gehe ich mal ganz stark von aus. Weil ausgepackte Turtles-Figuren, wo die Hälfte vom Zubehör fehlt, aus verschiedenen Reihen, zahlt keiner die 10 Euro. Also, wenn er 5 gesagt hätte, hätte ich ihn vielleicht für alle Figuren, hätte ich gesagt, 4, 8, 12, 16, 20 Euro, komm, ich gebe dir 20 Euro für alle 5, ja, oder auch für 4, dann wäre das in Ordnung gewesen. Aber 10 Euro pro Figur, einfach zu teuer, keine Frage, also war ich nicht bereit auszugeben. Ja, an einem anderen Stand blutete mir das Herz. Und da werdet ihr wahrscheinlich sagen, warum hast du die nicht mitgenommen, du Vollidiot? Da hatte jemand von Mega Constructs und von anderen Firmen Sachen aufgebaut. Er hatte unter anderem Kampfstern Galactica da und ein Zylonenraumschiff in dieser Größenordnung. Wirklich solche Klopper, ja. Und er hatte die Castle Grayskull von Mega Constructs da aufgebaut. Ich sag, was willst du denn für die Burg haben? 60 Euro. Und ich so, ja, ein Karton hast du aber nicht mehr da, oder? Doch, der steht da hinten. Und ich so, boah. Du machst mich fertig. Ich sag, so viel wollte ich heute eigentlich nicht mehr ausgeben. Er so, ich sag, ich überlege mir das. Kommt vielleicht später mal wieder. Aber ich bin dann nicht nochmal dahin gegangen. Ja, ich weiß. Ich bin ein Idiot. Für 60 Euro die Castle Grayskull von Mega Constructs, das ist der Oberschnapper. Ich hätte sie nicht billiger kriegen können. Niemals. Neu kostet sie 200. Und ich meine, gut, vielleicht habe ich mich auch verhört und hat 160 gesagt, aber ich glaube, er hat 60 gesagt und es
mal abgesehen davon, dass ich keine 60 Euro mehr in der Tasche hatte, es ist wirklich, ja, was soll ich sagen, 60 Euro, ich, für etwas, ich finde die ja auch nett, aber auch nicht überragend gut, weil mir gefällt die Front nicht von der Burg, und genau, was soll ich sagen? Ich kann, na, man hat ja auch sein Limit und ich habe hin und her überlegt. Ich bin dann über den Flohmarkt gelaufen und überlegt und überlegt und überlegt und geguckt, findest du noch was? Holst du dir das Ding? Und dann habe ich halt auf dem Rückweg entschieden, nein, du lässt das bleiben. Es ist einfach zu viel Geld. Auch wenn es ein geiler Preis gewesen ist, aber 60 Euro, das ist einfach für mich eine Menge Geld inzwischen, ja. Ich habe das nicht mehr so dicke, ja, und wenn man sich dann etwas kauft, was man zwar geil findet, aber nicht so geil, dass man es unbedingt haben muss, dann sind auch 60 Euro zu viel. Ich hätte die natürlich dann locker für 100 oder 120 weiterverkaufen können, aber so ein Mensch bin ich nicht. Ich mache das nicht. Wenn, dann hätte ich sie mir hier hingestellt und hätte mich dann an ihr erfreut irgendwie. Und ich hoffe, sie findet ein schönes Zuhause an anderer Stelle. Oder vielleicht habe ich ja Glück und er hat sie nächstes Mal wieder mit dabei, wenn er dann wieder da ist. Wir werden sehen. So, das war's jetzt vom Flohmarkt. Schon eine gute Ausbeute. Habe ich nicht immer. Also es gibt oft genug Flohmärkte, wo ich mit fast gar nichts nach Hause komme. Und das war jetzt schon in Ordnung. Ein paar Euro sind geflossen. Ja, aber ich habe auch noch ein paar andere Sachen neu, die ich euch an dieser Stelle auch zeigen möchte. Und zwar unter anderem habe ich mir das hier geholt. Ja, da habe ich dann heute schon wieder mit dem Reden. Ich spule nochmal zurück. Ja, das Phantom. Also nur Phantom, ohne das. Ja. Endlich wieder in Deutschland als Comic zu bekommen. Alle 2 Monate neu vom Zauberstern Comic Verlag. Die machen normalerweise, glaube ich, primär Hörspiele. Sind also für Comics so meines Erachtens nach gar nicht so bekannt. Und es handelt sich hier um deutsche Erstveröffentlichung. Das ist ein dicker Band mit über 108 Seiten, kostet 10 Euro und ist im Zeitschriftenhandel erhältlich. Aktuell. Online ist das Ding schon ausverkauft. Das heißt, selbst wenn ihr da jetzt ein Abo abschließt, Heft 1 könnt ihr nicht mehr bekommen. Na, müsst ihr also im lokalen Zeitschriftenhandel gucken, Bahnhofskioske und so. Da dürftet ihr Glück haben. Ja. Ich habe genau eins bei mir im Kiosk liegen gehabt und das habe ich natürlich mitgenommen. Ja, ich feiere das total. Es ist eine sehr coole Sache. Ihr seht schon hier, wenn ihr da mal reinguckt, ich hoffe, da ist jetzt nichts Böses zu sehen. Schön gezeichnet. Ja. Und schönes. Was ist denn das schon wieder für Katzenhaar hier? Immer diese Katzenhaare. Und hinten drin sind dann noch klassische Geschichten. Die dann aus den, ich glaube, aus den Zeitschriften, aus den Zeitungen von damals sind. In den USA sind ja immer die Zeitungen, da gab es dann einen ganzen Bereich, eben nicht Wirtschaftsteil und Sportteil und den Comic-Teil. Da sind dann einfach 5, 6 Seiten nur mit Comics und dann hattest du immer fortlaufende Sachen. Da gab es dann logischerweise Garfield und was es nicht alles gab und unter anderem auch das Phantom. Garfield war natürlich viel später. Phantom ist way back. Ja, damals mit Superman und so. Ewig lange her. Und Phantom ist ein Held meiner Kindheit. Nicht nur wegen Defenders of the Earth, ich kannte auch schon die Comics früher. Und habe das sehr gefeiert. Und das ist ja auch eigentlich einer der ersten Superhelden überhaupt. Ja. Und von daher bin ich sehr froh, dass es diese Geschichten jetzt wieder gibt. Und ich werde mir auch den zweiten Band holen. Warum? Das ist eine Fortsetzungsgeschichte. Also solltet ihr dieses Heft hier holen, ja, dann macht euch darauf gefasst, dass ihr auch den zweiten Band auf jeden Fall braucht, weil es eine Fortsetzungsgeschichte ist. Ja, habe ich mich aber sehr drüber gefreut für einen Zehner und ist ein kleiner Verlag, das unterstütze ich gern und freue mich, dass Phantom wieder da ist. Und ich glaube, es ist auch ein Riesenerfolg. Also von daher, gute Sache. Vielen Dank, dass ihr das wieder auf den Markt bringt. Ja. So, und dann war mein guter Freund Chris neulich hier und hat etwas dagelassen. Und zwar, ihr wisst ja, Starscream ist einer meiner Lieblingstransformer. Nee, wisst ihr nicht, habt ihr etwa mein Alice Hasbro wieder ein Video nicht gesehen? Heute habe ich es echt mit dem Quatschen, ne? Irgendwie komisch, keine Ahnung. Schon ausgequatscht auf dem Flohmarkt. Ich habe ganz viel geredet mit verschiedenen Leuten. Und da habe ich ja erwähnt in dem Video, dass Starscream einer meiner Lieblingstransformer ist. Und tatsächlich habe ich einen Starscream schon gehabt, der exakt diese Bauweise hat. Exakt diese Bauweise. Und den habe ich auch in dem Video gezeigt. Aber das hier ist natürlich aus dem Film, ja, aus der Studio Series, der Starscream, der farblich dann nochmal exakt wie der im Film ist, mit dem Umhang und der Krone und auch dem Thron, den habe ich jetzt nicht da, weil das steht schon im Regal, das Ding, und der Thron ist im Karton. Und der Karton ist irgendwo da unten. Ist jetzt auch nicht wichtig. Hier geht es natürlich darum, Starscream als König aus dem Film. Da habe ich mich sehr gefreut drüber. Vielen Dank, Chris, nochmal. Ja, coole Sache das. Das ist auf jeden Fall auch
Teil des Halls. Ja. Ja, Mensch, wart ihr auf dem Flohmarkt? Habt ihr schöne Sachen gefunden? Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder schickt mir oder verlinkt mich auf Instagram zum Beispiel, wenn ihr da Bilder gepostet habt oder auf Facebook oder sonst wie. Interessiert mich. Habe ich immer Bock drauf. Ja. Ich bin raus an dieser Stelle. Ich muss gleich, glaube ich, erstmal mit dem Sindbad-Heft, da muss ich erstmal gucken, ob ich das irgendwie noch desinfizieren kann. Dass das doch so durchgeschimmelt ist, hatte ich gar nicht erwartet. Aber es war halt so ein spontaner Zugriff. Ihr kennt das vielleicht. Ja, Abo, Daumen, Kommentare, Benachrichtigungsglocke wieder anschalten und ihr könnt mir auch gerne sagen, was ihr von meinem Haul hier haltet. Ja. Und was für Trottel ich bin, dass ich mir die Grayscale nicht mitgenommen habe. Es ist halt so. Werde ich noch in Jahren von reden. Alles klar, ich bin dann raus an dieser Stelle. Habt eine gute Zeit. Tschüss. Was ist denn wohl los? Ach so, das Ende vom Video. Ha. Ja, da oben, da gibt es ein Video von Mike, das könnt ihr euch angucken. Da unten ist eine Playlist, da könnt ihr auch mal reinschauen. Und da drüben, ja, da sind so ein paar andere Kanäle zum Abonnieren. Ja, das war's jetzt. Tschüss.